Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Kolosseum. In der letzten Folge haben wir Madame Venus besiegt und ihre Handlanger auf dieser gefühlten L-langen Treppe auch dementsprechend besiegt. Und die L-lange Treppe hier werde ich einfach nochmal herunterlaufen. Und dann haben wir uns ja gefragt, was da unten, wo dieses geheimnisvolle Station-Schild ist, auf uns warten könnte. Das werden wir heute in dieser Folge klären. Und dann werden wir uns noch auf zu einer neuen Einrichtung des Verbrechersyndikats Team Krall machen. Da könnt ihr euch auch drauf freuen, das wird eine coole Sache werden, denn dort in der neuen Einrichtung werden wir ziemlich viele Krypto-Pokémon fangen können. Und dafür kriegen wir hier 4 Hyperbälle, ne? Ja doch, 4 Hyperbälle, habe ich richtig in Erinnerung. Wusste ich's doch, liebes Spiel, danke, dass du mich bestätigt hast. Und, oh, das sieht auch cool aus, guck mal, wenn man hier die Kamera perfekt positioniert, dass der Pfeil oder dieser Pfeiler, das ist ja kein Pfeil, der Pfeiler da, das Mädchen da oder diese Frau da, diese Trainerin da bedeckt oder überdeckt. Sieht das aus? Sieht das wirklich so aus, als ob da niemand die Tür bewacht? Das sieht mal richtig cool aus. Gewieft, gewieft. Auf jeden Fall, ja, werden wir da viele Krypto-Pokémon fangen können. Und ja, da habe ich auch schon mal im Internet nachgeguckt, natürlich wieder, welche Krypto-Pokémon es gibt. Und da habe ich mich für 2 entschieden, die in mein Team kommen werden. Das heißt, Lunaris und Suicune fliegen raus. Und ich werde 2 andere Pokémon in mein Team aufnehmen, sodass ich dann ein komplettes 6er-Pokémon-Team vollständig habe oder bereit habe zum Kämpfen. Und ja, da könnt ihr euch drauf freuen, welche Pokémon das sein werden. Aber soweit sind wir noch nicht. Erst einmal müssen wir hier... Warte, ich glaube, die hieß Nelja, oder? Baikanelja, genau. Baikanelja müssen wir besiegen. Wieso weiß ich den Namen überhaupt? Ich habe absolut keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir sie besiegen, um dann auch in die Station reinzukommen. Sie schickt auf jeden Fall Vibitis und Sneebel in den Kampf. Ich habe mich für Taikutsuna und Suicune entschieden, weil Sneebel einen sehr guten physischen Angriff hat und nur Taikutsuna und Suicune wirklich in der Lage sind, diese Angriffe ordentlich wegzustecken. Taikutsuna zwar nicht so gut wie Suicune, aber doch schon einigermaßen. So, und dann werde ich einfach mal gerne auf Sneebel machen, damit er gleich auch schön einschläft. Oh, Kreideschrei wird erstmal gemacht. Ja, das ist natürlich super blöd, weil dadurch sinkt natürlich die Verteidigung nochmal richtig schön in den Keller. Ist aber in Ordnung, dass Sneebel eh gleich schön schlafen wird. Denke ich zumindest mal, wenn der Gegner ihn denn trifft. Und Vibitis, ah ja, Body Slam wird auch auf Taikutsuna gehen. Ja, denn dank des Senkens der Verteidigung ist Taikutsuna da dann doch schon etwas schwächer. So, ich würde sagen, dann machen wir das so, dass wir Taikutsuna auswechseln gegen Satileni, denn Satileni hat ja auch ein bisschen, Verteidigung an, also physische Verteidigung und kann dann durch den Body Slam von Vibitis sowieso, das gegen immun und den Kryptoschlag von Sneebel kann es auch ganz gut wegstecken und Suicune wird einfach mit Kryptoschlag noch Sneebel weiter schwächen, wenn es sich in den Furio-Modus geht. Gut, dann nochmal, um auf Sneebel zurückzukommen. Sneebel hat eine sehr interessante Typenkombination, Unlicht-Eis, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant, würde ich sagen. Oh, Satileni hat es auch nicht so gut weggesteckt, aber immerhin, ja, hat es überlebt, das ist schon mal gut. Ja, Unlicht-Eis, sehr, sehr interessante Typenkombination, wie ich finde, sehr, sehr interessant. Und ja, normalerweise würde ich auch sagen, dass man diese Typenkombination auch super gut, ach übrigens, Satileni hat ja auch Psystrahl auf, kannst ja Psystrahl auf Vibitis machen, um es zu vernichten, weil er sehr effektiv ist, ist ja wunderbar. Und wenn das nicht dann durch den Psystrahl vernichtet wird, dann durch Kryptoschlag. So, Sneebel schläft immer noch, da werfe ich auch gleich einen Ball mal, aber erstmal möchte ich Vibitis vernichten. Und ja, wie gesagt, Sneebel, super interessante Typenkombination. Normalerweise würde ich auch raten, jedem Sneebel zu nehmen mit dieser Typenkombination. Vor allen Dingen, wenn sie sich später in Sneebuna weiterentwickelt und dann mit Prügler, kann das schon sehr viel austeilen. Jedoch muss man sagen, hier in Pokémon Kolosseum ist es nicht so nützlich. Denn wir müssen folgende Dinge bedenken. Es hat zum einen, oh Krakelo, okay, es hat zum einen keine Entwicklung. So, und jetzt mache ich keinen Spukball. Ich habe daraus gelernt, Leute. Ich mache keinen Spukball. Ich mache mal Leitteiler. Und ja, Leute, wie gesagt, ich habe daraus gelernt. Ich werde keine Geisterattacken machen. Denn die wirken nicht auf normal. Genauso wie normal nicht auf Geister wirkt. Das weiß ich aber auch eigentlich normalerweise nur. Ja, normalerweise halt. Gut, und normalerweise würde ich halt auch Sneebel empfehlen. Warum ich es hier nicht empfehlen würde, wie gesagt, aufgrund der fehlenden Evolutionsstufe. Was aber natürlich auch hinzukommt, muss man ja sagen, ist, dass in der dritten Generation, also
Sprich, die dritte Generation ist das, wo wir uns gerade befinden. Pokémon Kolosseum halt. Ich werfe auch einfach mal einen Superball auf Sneebel. Mal gucken, ob das was bringt. Da waren Eisattacken. Egal welche. Eisattacken waren immer speziell. Also haben immer den Spezialangriff ausgenutzt. Und dass Sneebel Spezialangriff so dermaßen im Keller ist und nur sein physischer Angriff gut ist, ist Sneebel dementsprechend, wenn man Eisattacken will, nutzlos. Und dadurch wird die Typenkombination relativ unwichtig. Eins! Ah, schade, ist direkt rausgeflogen. Schade, fast hättest du das Pokémon gekrallt. Ja, fast. Ja, Kreideschrei wird hier nochmal treffen, was natürlich blöd ist. So, und ich überlege gerade, werde ich gleich mal auswechseln? Ich werde gleich mal auswechseln, denn ich will auf jeden Fall Sneebel wieder zum Einschlafen bringen. Auf alle Fälle. So, Krakelo ist weg, dadurch kommt ein Corazon Level 40 in den Kampf. Warum ich das weiß, keine Ahnung. Es dürfte auf jeden Fall eins sein, bitte. Gut, das ist Corazon. Ah, Level 41. Mist, habe ich mich doch in gewissem Maße blamiert. Mist. Ah, ich dachte, ich könnte jetzt hier mega angeben, weil ich das so super gut weiß, aber nee. Dann doch nicht. So, ich werde einfach mal Leitteile auf Corazon machen und Kryptoschlag auf Corazon. Denn der Kryptoschlag hier wird mir einiges zusetzen. Oh, mich sogar ganz vernichten. Ja, an ganz vernichten habe ich gar nicht mal gedacht. Wow, also der Kreideschrei hat dann doch ziemlich viel eingerichtet. Dann würde ich sagen, schicke ich einfach mal Lunaris in den Kampf. Und probiere mal, ja, damit so ein bisschen auch wieder was auszuhalten. Bitte Suicune triff. Ja, nicht dich selber treffen, den Gegner. Nicht dich selber treffen. Ja, der Konfusstrahl, der kommt natürlich auch jetzt super gelegen. Beide Pokémon verwirrt. Dann greife ich am besten mit Suicune immer an. Oder probiere halt mit Suicune Corazon auszuschalten. Und mit Lunaris mache ich einfach mal... Oh, mit Lunaris könnte ich Sneebel auch super abschwächen, obwohl es sich mit Kryptoschlag selber gut abschwächt. Also, ja, komm, probieren wir einfach mal einen Hyperball zu werfen. Mal gucken, ob das was bringt. Ansonsten Kryptoschlag auf Corazon. Gut, und dann sage ich nochmal gleich was ganz kurz zu Sneebel, nicht viel. Aber wir gucken erstmal, ob es nicht vielleicht sogar gefangen wird. Eins, zwei, drei, yes, sauber, wurde direkt gefangen, schöne Sache. Oder was heißt direkt? Ja, wir haben einen Superball schon mal davor geworfen, aber das war vollkommen in Ordnung. Und der Kryptoschlag hat auch einiges abgezogen. Und was macht Corazon? Corazon, komm, was machst du? Oh, Surfer, das wird Suicune sehr wehtun, muss ich schon sagen. Und Lunaris, auch wenn es nur Level 29 ist, juckt das auch nicht so wirklich die Bohne. Ja, das habe ich mir irgendwie auch schon gedacht. Ja, einfach mal ein bisschen Kryptoschlag. Komm, Suicune, du schaffst das. Ja, oder auch nicht. Aber dann schafft's Lunaris. Lunaris, du schaffst das. Ja, guck mal. Lunaris schafft das, auch wenn es nur Level 29 ist. Aber dafür reicht es auch dann nicht zum Vernichten, dementsprechend. Gut, aber Corazon schreckt zurück. Hey, das war doch was. Gut, und jetzt machst du den Kryptoschlag, Suicune. Genau, wunderbar. Und damit wäre der Kampf dann auch vorbei. Was ich noch zu Sneebel sagen wollte, Sneebel, aber das habt ihr auch super gesehen, hat eine hohe Initiative, einen sehr, sehr hohen Initiativewert. Was natürlich auch super ist, um einen Erstschlag zu lernen, um dann dementsprechend auch mit Kreideschrei die gegnerischen Werte oder die Verteidigungswerte in den Keller zu hauen. Haben wir auch gesehen, wie das bei uns funktioniert hat. Und dementsprechend dann mit irgendwelchen kraftvollen physischen Angriffen, unter anderem der Kryptoschlag, dann auch einiges an Schaden auszuteilen. Also das kann man machen, aber wenn man unbedingt diese Unlicht-Eis-Kombination will, dann ist Sneebel nicht unbedingt gerade... ja, ratsam hier in der Generation oder in Pokémon Kolosseum. Bevor es hier wieder Ärger gibt, fahre ich zum Labor und treffe mich dort mit Professor Culpa. Nein, nicht schon wieder. Du kannst mich doch nicht immer noch verfolgen. Alles zurück. Jetzt, wo sie uns gesehen haben, können wir unmöglich ins Labor. So, so, die Station, die Train Station ist das nämlich. Aber, ja, wir verfolgen sie noch nicht. Wir wollen uns hier oben erst nochmal ein Item, was auch immer es ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ein Schattenglas, okay, ja, Schattenglas brauchen wir nicht. Verstärkt durch Unlichtattacken, oder nee, wie war das? Wie war das nochmal? Komm, zeig mal her, was das Schattenglas nochmal konnte. Ich kenne auch nicht alle Items auswendig. Verstärkt Unlichtattacken, okay, ich kann es doch auswendig. Ja, könnten wir für Lunaris machen. Oder auch für unser frisch gefangenes Sneebel. Aber, wie gesagt, will ich nicht verwenden. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Wir kommen mal von der anderen Seite in den Zug. Was gibt's denn hier Schönes? Der Schlüssel fehlt. Ohne ihn kannst du den Zug nicht in Gang setzen. Ja, den habe ich natürlich nicht dabei.
Hier gibt es schöne Maschinen, die irgendwelche Werte anzeigen. Und Käfige mit so richtig starken Stahlketten. In diesen Käfigen wurden offensichtlich Krypto-Pokémon transportiert. Wie soll man hier denn bitte ein Keifel reinkriegen? Oder geschweige denn irgendwie sowas wie ein Relaxo oder ein Violot? Also, ja, ein paar Krypto-Pokémon wurden transportiert, aber garantiert nicht alle. Wäre nämlich sehr interessant, wie will man hier ein Relaxo reinkriegen in so einen komischen Käfig oder überhaupt in den Zug? Ho, Edge, reingefallen! Der Zugschlüssel für den Orkus Express ist hier! Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich euch dieses Item so einfach überlasse. Aber jetzt muss ich wirklich los, vergesst mich nicht! Und so schnell ist sie wieder weg. Aber genauso schnell, wie sie wieder weg ist, verliert sie auch den Schlüssel und wir können ganz einfach den Zugschlüssel mitnehmen. Den hat sie ungefähr 3 Schritte, nachdem sie rausgerannt ist, verloren. Wow, da hätte sie ihn eigentlich auch direkt aushändigen können. Aber nun gut. Wir haben den Schlüssel für den Zug. So einfach haben wir den erhalten. Das heißt, wir können jetzt auch benutzen. So, runter zum Zugschlüssel. Benutzen wir ihn doch einfach mal. Und die Fahrt kann beginnen. Licht an. Zug gestartet. Ab geht's. Aber wo kommen wir an, ist die Frage. Wo kommen wir an? Wo führt uns der Orkus Express hin? Noch kam keine Durchsage, wo wir denn gelandet sind. Ah, aber 2 Typen sind hier. Okay. Hey, endlich. Nanu, heute soll doch Madame Venus mitfahren, oder? Aber, euch habe ich doch schon mal gesehen. Auf der schwarzen Liste. Ihr seid doch Seth und Cosma. Wie seid ihr nur hierher gekommen? Was für ein, ich kann nicht zulassen, dass ihr das Krypto-Pokémon-Labor betretet. Aha, wir sind also am Krypto-Pokémon-Labor. Und was macht man in so einer Situation, wenn man es nicht zulassen kann, dass der Feind in das Labor eintritt? Genau, man rennt weg wie kleine Kinder. Das ist es. Ja, ziemlich lächerlich, ich weiß, aber nun gut. Ich glaube, ich nehme alles zurück. Ha, seht ihr? So könnt ihr uns wohl kaum folgen. Sag mal, war das nicht ganz leicht überdosiert? Ach Quatsch, nein, jagen wir einfach das halbe Labor in die Luft. Ist doch sowieso zu spät, ja. Das ist auch super toll, was die gemacht haben. Oh, guck mal, hier blinkt noch was. Ein Torschlüssel, okay. Und da hinten ist eine Itembox, an die wir erst ein wenig später drankommen können. Das ist auch super. Ein wenig überdosiert. Ach, nee, sprengen wir einfach das halbe Labor in die Luft, wirklich. Nee, sprengt ruhig am besten alles in die Luft, dann brauche ich das nämlich nicht tun. So, und hier hinten durch dieses ganze Kistenwirrwarr geht's noch zu einer O-Disk. O steht in diesem Fall für oben, die werden wir auch noch gleich zeigen, die Disk. Und der Torschlüssel ist auch sehr interessant. Wenn man jetzt 1 und 1 zusammenzählt, nämlich dass dieser Zug, der Orkus Express, zum Krypto-Labor führt oder zum Krypto-Pokémon-Labor und wir den Torschlüssel erhalten haben, andere Richtung, ich weiß, und ja, wir einen Torschlüssel bekommen haben und ohne Schlüssel nicht zu dem Krypto-Pokémon-Labor konnten, könnte man jetzt eigentlich, ja, wie gesagt, 1 und 1 zusammenzählen und dann jetzt feststellen, dass es für uns dann jetzt als nächstes zum Pokémon-Krypto-Labor geht oder zum Krypto-Pokémon-Labor, wie auch immer. So, was wir aber noch machen werden, bevor wir zum Krypto-Pokémon-Labor fahren werden. Oder was heißt fahren? Ja doch, wir fahren. Wir haben ja so ein schönes Motorrad. Wir haben ja ein Motorrad, mit dem wir fahren können. So, was auch ziemlich gut ist, wenn hier alle besiegt sind, können wir den Aufzug benutzen. Das ist wirklich sehr gut. Der kommt jetzt hier runter und dann können wir damit hochfahren und müssen nicht die Treppen hochlaufen. Ob der jetzt effektiv schneller ist, weiß ich nicht. Ich glaube ein bisschen. Ja, ein bisschen wird er schneller sein. Aber ich habe auch keine Lust, diese ganzen Treppen zu laufen, wenn ich ehrlich bin. So, auf jeden Fall. Werden wir noch einmal diese Oben-Disk halt zeigen. Oder ich zeige euch einmal, wo die uns hinführt. Nach oben, wer hat's gedacht. Aber, wo man da hinkommt. Und dann will ich gerade, was werde ich noch machen? Ach genau, hier ist die Treppe. Genau, hier ist die Treppe zum Kolosseum. Das Kolosseum werde ich nicht machen. Ich werde noch Pokébälle kaufen. Auf jeden Fall werde ich noch welche kaufen. So, ja. Pokémon einmal hergeben. Und dann werde ich noch, ich denke mal, einfach ganz normale Tränke holen oder Supertränke. Denn die werde ich auf jeden Fall auch brauchen. Oder wisst ihr was?
Ha, ich habe eine viel bessere Lösung. Ich werde mir hier einfach ein bisschen Tafelwasser holen. Das frischt ja 50 KP auf und kostet 200 Poké-Dollar. Das ist eigentlich relativ günstig. Und ja, deswegen werde ich mir das Tafelwasser holen. Denn man muss ja sagen, wenn man Pokémon Kolosseum gespielt hat, weiß man, ich habe es euch jetzt ja auch verraten, dass wir halt zum Krypto-Pokémon-Labor müssen oder Pokémon-Krypto-Labor, wie auch immer. Und da gibt es nur sehr wenige Möglichkeiten, wo man sich halt heilen kann. So, und da habe ich auch keine Lust, immer wieder zum Anfang zurückzulaufen, wenn einem unserer Pokémon vielleicht nur 30 KP oder so fehlen. Aber das Wichtige ist für den nächsten Kampf, dass die aufgefüllt sind. Deswegen kaufe ich mir hier am Getränkeautomaten einfach super viel Tafelwasser. Ich finde das auch immer super nervig, schon die ganze Zeit bei jedem Pokémon-Spiel, dass man immer wieder diesen blöden Getränkeautomat ansprechen muss, dann sein Geld reinwirft, das Tafelwasser rausnimmt. Als ob man nicht einfach irgendwie eine Stückzahl eingeben könnte und dann die ganzen Getränkedosen unten rausquillen. Da hätte man wirklich auf diesen Realismus da verzichten können, dass man hier jedes Mal immer nur eine Dose rausbekommt. So, die 11 Tafelwasser dürften genügen. So, da haben wir auch ein bisschen Geld wieder ausgegeben. Und ja, wie gesagt, da werden wir jetzt einige neue Krypto-Pokémon auch treffen im Pokémon-Krypto-Labor, Krypto-Pokémon-Labor, wie auch immer. Ist ja egal, wie rum man das sagt. Oh, da unten ist gar nicht mehr der Slam. Wer ist denn da jetzt auf einmal? Ach, das ist Watt. Der Junge, den sie hier verhaftet hatten, war doch ein Freund von dir, oder, Seth? Ich habe ihm bei der Flucht geholfen. Slam, so hieß er. Er sagte noch, ich soll dich grüßen, er würde weiter ermitteln. Alles klar, das ist doch super. Slam ist befreit und er kann mit seinen Ermittlungen fortsetzen. Was auch immer seine Ermittlungen uns bringen, das habe ich bis heute nicht herausgefunden. Gut.